Die Bundesregierung will weg von russischem Öl und die EU erwartet auch genau das seit dem beschlossenen Ölembargo gegen Russland. Auf dem Weg dahin hat die Ampelkoalition nun zwei Tochtergesellschaften des russischen Staatskonzerns Rosneft unter eigene staatliche Kontrolle gestellt. Betroffen ist davon auch die PCK-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg, die jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet hat und damit den Nordosten Deutschlands und auch die Hauptstadt Berlin versorgt. Diese Anlagen kontrolliert jetzt der deutsche Staat. Die PCK-Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze ist der größte von drei Standorten von Rosneft, Deutschland. Sie gilt als wirtschaftliche Säule der Region. Etwa 1200 Menschen arbeiten hier. Bislang wurde sie über die Druzhba-Pipeline mit russischem Erdöl beliefert. Doch damit soll bis Jahresende Schluss sein. Mit der Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur und einem 1 Milliarde Euro schweren Zukunftspaket für Ostdeutschland soll der Standort stabilisiert werden. Das ist hier heute ein ganz wichtiger Schritt für die Energieversorgung in Deutschland und eine wichtige Entscheidung für Investitionen in die Zukunft in die drei ostdeutschen Länder. Wir machen uns unabhängiger von Russland und auch von Entscheidungen, die da irgendwo getroffen werden. Zuletzt hatte Rosneft nicht immer die vereinbarten Mengen geliefert. Und im Januar greift das Embargo. Öl soll die Raffinerie dann aus Übersee erhalten. Unter anderem über eine Pipeline aus dem Hafen in Rostock, die ausgebaut werden soll. Und auch über den Hafen im polnischen Danzig. Mit der Treuhandverwaltung hat man schon gute Erfahrungen gemacht. Im April hatte die Bundesregierung die deutsche Tochter des Gazprom-Konzerns unter Treuhandverwaltung gestellt. Seitdem füllen sich die Gasspeicher wieder. Wie dort soll die Maßnahme in Schwedt zunächst für 6 Monate gelten. Allerdings wurde sie im Falle Gazprom gerade erst verlängert.